So. Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, ob ja, fortfahren richtig geschrieben ist, aber es ist. Eigentlich ist es richtig, ja. So, wir blinken mir zu viel. Was bitte? Unterhose des Unfesselbaren. Das ist mal schön. Oh, es kommen wieder Gegner. Monsterkiller. Du wieder hier? Jetzt voll. Freigeschaltet. Schwerer Geldbeutel. Ihr habt 20.000 Gil erbeutelt. Ja, 20.000 Gil erbeutelt. Ah, hier gibt's auch nichts, was irgendwie helfen könnte, oder? Ja, hoppla. Freigeschaltet. Irgendwo ist irgendwas passiert. Wo könnte das wohl sein? Ich vermute mal, dass da oben der Gang offen ist, der eben geschlossen war. Damit habe ich dann auch gleich das zweite Amulettstück, nehme ich an. Ja, ich komme hier jetzt durch. Da ist er. Freigeschaltet. Zweite Amuletthälfte. Eine von zwei Amuletthälften. Und jetzt wäre natürlich schön freigeschaltet. Schneller Ausgang. Aber da wir die Minikarte haben, wissen wir ja, wie es schnell rausgeht. Ich könnte mal kurz speichern. Spiel gespeichert in Sicherheit. Na, guck mal. Die laufenden Viecher sind wieder gekommen. Schön. Freigeschaltet Bestatter, 100 Skelette getötet. Ja, da kamen dann die Achievements zum Vorschein. Oh, schade. Da habe ich jetzt nicht mitgekriegt, dass ich Energie
verloren habe. Aber egal. Ich freue mich, dass ich den Endgegner besiegt habe und da kann mich eigentlich nichts mehr demoralisieren. Guck dir mal hier oben. Eine Armada von Kellerviechern. Sag ich, nenne ich sie jetzt einfach mal. Spinnen, Fledermäuse und das übliche. Alles, was man so kennt. Massenschlachten sind jetzt doch nicht so lustig. Ich hoffe, ich bin das voll drauf, aber ich könnte auch mal den Lauf versuchen, dass ich einfach nur rausrenne, aber ich spiele einfach mal Tank. Ach komm. Okay, man kann auch weglaufen von den Viechern. Das ist schön. Dann mache ich das dann jetzt einfach mal, denn ständig kämpfen ist ja auch nicht das Wahre. Naja. Ah, vielleicht schalte ich hier noch was frei, weil hier war ich glaube ich noch gar nicht. Hallo, Wespen. Doch nur gucken, was es hier gibt. Okay, Riesenwespen und alles und lass mich in Ruhe. Ich begebe mich jetzt einfach nur nach draußen und guck, was es mit den beiden Amuletten aus sich hat. Dann sehe ich weiter. So. Schön, dass das hier auch passiert. Hier unten ist bestimmt auch nichts Richtiges Interessantes. Ich war hier doch schon. Ja, nix. Gut, dann hinauf und ich weiß jetzt eigentlich echt nicht mehr, was noch so Großartiges an Evolution kommen könnte. Und ich bin wieder er. Und der klassische Kampf wieder. Da, da, da. Yeah. Greifen, Pilz.
Magie, Lebenskristalle und weg. Gliss und 13 EP gewonnen. Obwohl, ich habe inzwischen so viel Kohle eigentlich, dass es egal sein dürfte. Ja. Angreifen müssen. Marie. Ach, heil uns nochmal. Pilz. X-Kristall. Schön Kristall. Und da drauf hauen. Und wieder die X-Kristall auf ihn. Und weg ist er. Gut. Klink hat Stufe 8 erreicht. Sein Wirfangriff wurde erhöht. Keres hat Stufe 8 erreicht. Ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Das ist schön. Wir werden wieder angegriffen. Angreifen, Pilz. Das Kristall auf die Schildkröte. Pilz hat mal weg. Magie auf Heilen. Und nun geht's auf die Schildkröte. Und weg ist er. 400 Bliss und 18 EP gewonnen. Yeah. Und wir sind wieder im Dorf. Arogai. Darauf ein Tee. Die Hintergründe, die deren, wir haben alle schon mitgesprochen. Und wieder mit dem Onkel sprechen. Hallo Onkel. Gute Arbeit, jetzt wo ihr das ganze Amulett habt, könnt ihr die schwarze Zitadelle betreten. Sie befindet sich östlich von Aogai, gleich hinter dem Fluss. Viel Glück. Jetzt muss ich da noch hinlatschen. Kann ich nicht ein schönes Luftschiff nehmen? Ja. Dann gehen wir halt Richtung Osten, wo die dunkle Zitadelle lebt, ist. Und dort werden wir dann sehen, was wir da sehen. Wie sieht jetzt mein Inventar aus? Okay, ich bin ja noch in der Stadt. Osten. Jedes Mal, wenn ich das sagen möchte, wo wir hingehen, dann kommen diese Gegner an. Ich habe schon wieder die Super Mario-Dinger. So, ich hau wieder sie. Sie hält uns wieder. Dann hau ich auf den drauf. Dann sind nur noch die beiden Wespen da. Und sie wird uns heilen. Dann verhaue ich die Wespen. Tschüss. 580 Gliss und 22 EP gewonnen.
War irgendwie klar, dass ich wieder angegriffen werde. Angreifen. Magie, heil. Okay, ich glaube, sie wird die ganze Zeit heilen, diese Runde. Und er wird wieder alles raufhauen. Spannende Spiele, ne, spannende Kämpfe. Das war's. 85 bis 62 EP. Nochmal. Ich wollte eigentlich nur nach Osten und... Ah, die Zitadelle betreten. Hallo du. Ihr seid es also. Ach, ihr seid es also. Ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Nennt mich einfach Zephyros. Okay, Zephyros. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Ja, sind wir. Aber all eure Mühen sind umsonst. Eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine eigenen. Ich beweise es euch, und zwar jetzt. Okay, das scheint der Endboss zu sein. Angreifen ihn. 20. Magie, Heilen und... Okay, sie ist voll Power, ja. Angreifen ihn. Ach komm, jetzt kriegt er nichts besser ab. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Energie er maximal hat. Und sie wird heilen.